Hallo und Grüße aus Thal bei Muckendorf. Ich bin gerade dabei und heute geht es auf eine Tour auf das Kineck. Wir machen uns auf den Weg und nehmen euch auch mit. So ist definitiv nicht so untergegangen. Ja, wir gehen nicht über den Enzianersteig hinauf, sondern im Gegenteil, wir verwenden den dann zum Abstieg. Wir gehen heute die Route in Richtung vom Atzsattel und überschreiten nur zusätzlich den Gaisruck. Aber sehr scheue Fische. Unterberg sagt es, der Unterberg Schutzhaus, Kineck über Enzianersteig. Da kommen wir nämlich her und die 300 Meter stimmen, das sind nur 200. Und auf der anderen Seite steht da Unterberg Kineck Enzianhütte, 231. Na bitte. Enzianhütte in 2,25 Stunden. Überall haben schöne Karten aufgestellt, weit haben wir es noch nicht geschafft. Im Prinzip nur von da bis daher. Und jetzt geht es weiter in den Weidengraben in Richtung Atz hinein. Enzianhütte 2 Stunden, das gesteht uns eine Viertelstunde schon zu, die wir zurückgelegt haben. Ja, da kannst du die erste Rast machen, Asrael. Aber weit sind wir noch nicht gekommen. Wenn ich mich nicht täusche, da ist das da oben der Gaisruck. Ja, was da draufsteht, darf ich ausreichend gar nicht sagen, sonst kommt auf blöde Ideen. Ja, dahinter ist er, der Atz. Das wissen wir auch, warum der da eigentlich keine Autos haben mag. Kann man ihm nicht verdenken. So, jetzt ist da drüben der markierte gelbe Wanderweg, der Maressteig. Da wollen wir aber nicht hinauf, sondern wir wollen Richtung Atzsattel. Da geht es immer nur da, asphaltiert weiter. Ja, das schaut einfach da eigentlich sehr harmlos aus. Wird aber leider noch deutlich steiler zu Asraels Leidwesen werden. Ja, hinter mir sieht man ein bisschen Ausblick, gibt schon. Der Schneeberg glänzt. Da drüben könnte man über die Wiesen aufsteigen und kommt dann wieder zur Vorstraße hin. Oder man folgt dir, Asrael. Das ist deine bevorzugte Variante, stimmt's? Ja. Hast den Schneeberg entdeckt, hä? Ja. Ja, äußerst verlockend sind die Lachsteine da. Wie lol ist, die in der Gegend nochmal umsteigen. Siehst du den Viecher nicht als weg? Die letzten 80 Meter ungefähr auf den Atzsattel gingen jetzt über ein ziemlich wenig begangenes und relativ steiles Steigerl. Dafür sind sie aber bald aus. Ist aber nicht da, oder? Ja. Ein Drehkreuz! Wildgehege, schau. Da haben wir jetzt den Sattel erreicht. Der Atzsattel.
Das fragst du nicht anschauen, da ist der einzig markierte Weg, das ist der richtige. Mach dir keine Sorgen. Das ist eine wilde, urtümliche Gegend da, gell? Ja, ja, siehst du schon. Also, es gibt sogar erste Versicherungen. Aber die Passage ist ohne Schneelage unkritisch. Ja, da vorne schließt sich dir jetzt auch, warum der Weg da oben nicht drüber gegangen ist. Ja, da ist nämlich noch ein kleiner Sattel, ja, ganz eine urtümliche Landschaft ist da auf dem Anstieg zum Geißruck. Aber viel ist nicht mehr. Da oben muss der Gipfel sein davon. Ja, willkommen auf der sonnendurchfluteten Anhöhe des Geißrucks. Da siehst du jetzt drüben ins Kineck, schau. Ah, okay. Ja. Ja, so ein Bankerl, gell? Lass mir sich gefallen. Gipfelbuch. Und bist du bereit zu neuen Schandarten? Mhm. Na dann. Auf und der Kuhlach, oder? Ja, wir verlassen diesen gastlichen Ort wieder und schauen wir mal, dass wir da weiterkommen. Sonst rennen uns das Kineck womöglich noch davon, hä? Tja, Sonnenuntergang vom Kineck fällt leider aus. Almeskogel, 1065. Ja, bevor es uns jetzt auf unserem Restweg noch allzu finster wird, beschlossen, die Aufnahme des Sonnenuntergangs zu beenden, denn die Sonne verschwindet nicht hinter Bergen, sondern hinter Wolken. Da gibt es hier einen Ausblick auf den Geißstein.
Da war ich mit Peter vom Ich am Weg oben in einer Wintertour. Die werde ich da verlinken. Ja, inzwischen ist es auch finster geworden, aber man sieht da noch Furt Geisruck, Kinek, Enzianhütte, ja, das war schon bekannt. Da jetzt aber ein gelbes Wegzeichen, das, was wir vorhin verlassen haben. Einziger Weg nach Atz und Tal, ja, ja, der Maressteig. Das ist natürlich nicht der einzige Weg, wenn man weiß, welchen Weg es sonst noch gibt, aber der einzige markierte. Da kannst du dich ein bisschen erholen, bevor es auf diesen abweisenden Muggel da vorne raufgeht. Aber die gute Nachricht ist, im Gegensatz zum Hohenstein wird es da keine Schneefelder mehr geben. Das können wir doch im letzten Abendlicht auf der Enzianhütte am Kinek. Nur diesmal von der anderen Seite. Sehen tut man jetzt nicht mehr viel, aber man kann da noch den Schneeberg ahnen. Im Vordergrund wird man sehen den Unterberg. Ganz hinten draußen sieht man Ötscher am Horizont, aber es ist das Licht schon so schlecht. Der epische Moment sei festgehalten, du kriegst ein Bier. Alles aufkriegt. Na schau mal. Na schau, jede Menge Getränke. Alles da. So, na, dann haben wir da gleich mal einmünzen. Schau, da ist alles gut. Ich glaube, das ist großzügig. Irgendwo gibt es einen Schnaps. Ich habe schon Schnaps. Ja, cool. Ah, das ist ja richtig nett. Das ist super, oder? Ja. Und? Bist glücklich? Schaust da glücklich aus? Asael, was sagst du zu Enzianhütte? Wunderbar, super eingerichtet, super, super, super leibend. Gastlicher Ort, ja, Getränke sind da. Wir sind allen Hütten wieder dankbar, die irgendwie ermöglichen, dass in den Not- und Winterräume oder eben durch ein Getränkelager entsprechend Wanderer wie wir, die in der Nacht herkommen, einfach eine Auskommen in der Hütte haben. Von daher wollen wir auch haben, dass das Infrastruktur erhalten wird. Und vergesst bitte nicht aufs Bier. Das ist einfach lebensrettend. Das ist der Appell an die Hüttenwirte, aber die haben ja noch nie auf ein Bier vergessen. Das ist eigentlich immer noch bis Bier jetzt, gekriegt. Bis jetzt habe ich immer ein Bier gekriegt. Ja, ja, das ist sensationell. Ein bisschen stockfinster, wir jetzt versuchen, unseren Abstieg über den Enzianhütte trotzdem fortzusetzen. Wir werden ein bisschen experimentieren mit unserer neuen Ausrüstung. Vielleicht machen wir ein bisschen Astrofotografie. Wir werden ein bisschen Aufnahmen einblenden, aber es wird der Abstieg auf jeden Fall deutlich kürzer dokumentiert, wenn es da ansteigt. Das ist auch ganz klar. Ja, wir haben uns also noch ein bisschen Astrofotografie-Experimenten jetzt an den Abstieg gewagt und den machen wir jetzt einmal über die Zufahrtsstraße zur Hütte. Da vorne hast du einen Wegweiser. Ja, Bankel hast du auch, da kannst du die Aussicht genießen. Bernitz über den Matrassteig, genau. Schau, Weitwanderwege 04 206 231 und 404. Beim 404 bin ich schon vorbeigekommen. Bernitz über den Viehgraben. Wir müssen jetzt tatsächlich noch weiter Richtung Unterberg, nicht über den Viehgraben. Da siehst du Wiener Wallfahrerweg, Unterberg, Schutzhaus, 1¾ Stunden. Aha. Ja, da müssen wir jetzt hin. Da, wo blau und rot markiert ist. Da, Bernitz, über den Enzianhütte-Steig. Und in die andere Richtung gehst du zum Unterberg, Schutzhaus. Und das ist gemein. Das ist nämlich noch gar kein Steig. Da links rauf. Da links? Links, ja. Was, Regel, sind atemberaubend schöne Blumen. Wahnsinn. Ich glaube, das ist gut gewesen. Du hast gedacht, es wird bergab gehen, gell? Es geht aber gar nicht bergab, es geht geradeaus. Ja, ja. Das ist immer noch besser als bergauf. Asael, du kannst mal heimleuchten. Oh, lieber nicht. Ja, Asael wird gequält von einem weiteren Anstieg, der sich bei der Einmündung eines Forstwegs auftut. Aber das ist jetzt endgültig der letzte. Alles, was jetzt noch kommt, sind ganz, ganz unbedeutende Schnopper. Ja, Asael, warum geht es da wieder bergauf? Das ist da jetzt einer von diesen unbedeutenden Schnopper. Da ist jetzt nämlich tatsächlich der Enzianhütte-Steig als, na, du ahnst es schon, Steig.
Aha, genau, daher der Name. Unbedeutender Schnecker. Das ist so ein kleines Krokodil. Auf der Luch 1024, schau. Das ist der eine Ausstieg. Genau, das ist die 1024. So, und jetzt geht es hinunter von der Luch. Ja, ist erstaunlich steil da, gell? Aber es wird nicht so bleiben. Wie passiert das? Umknickt und trotzdem weitergewachsen? Ja, da ist irgendwann einmal ein Baum draufgefallen. Dann hat er halt wieder in die Hay wachsen können. Es ist sehr gut, dass du da vorher angehst, wenn du die Spinnen wie mir fangst. Hinweg! Und der Kiefernzapfen oben, na sehr gut. Aufpassen, da geht etwas schöner. Da ist ja noch eine Serpentine. Aha. Da ist wieder die Vorstraße. Da geht es noch einmal ab von der Vorstraße. Schön aufpassen. Tja, da oben schon der Bargänger. Ja, da brauchst du aber keins mehr. Da vorne, glaube ich, werden wir jetzt gleich beim Auto rauskommen. So, Asael, geschafft. Hervorragend! Und? Mit letzter Kraft. Wie fühlt er sich? Und ohne Schaft. Aha. Müde! Hat er die Tour immer noch gefallen oder bist du nicht auch noch gefallen? Ja, es kippt gerade. Nein, war super. Also wirklich. Abstieg, sagen wir mal, wurde sehr im Dunkeln gelassen. Das macht nichts. Ich hoffe, die Astra-Bilder, die wir mitgebracht haben, entschädigen. Und damit bleibt nicht weiter zu sagen. Also, ja, das war es von unserer Tour. Ich bin froh dabei, du bist Asrael und vielleicht sieht man sich ja mal bei einer anderen Tour. Und was machst du da? Hast du ins Gipfelbuch eingetragen? Nein. Da bist du ein Wapra. Warum? Na, was du denn eingetragen hast. Ich möchte dich auf deinen Wegen nämlich auf die Schulter.